Mutter, Vater, Mädchen, Junge, eine Bilderbuchfamilie, alles scheint perfekt. Nadia und Jamie leben mit ihren Zwillingen Nora und Levent in Rotterdam. Die beiden sind lang ersehnte Wunschkinder. Doch die kleine Nora bereitet den Eltern große Sorgen. Sie möchte einfach nichts essen. Sie dreht immer den Kopf weg oder sagt Nein. Manchmal erbricht sie sogar, wenn man sie füttert. Sie will das nicht. Ihr Zwillingsbruder dagegen hat großen Appetit. Er ist völlig normal. Warum also Nora nicht? Sie probiert zwar immer wieder neugierig verschiedenes Essen, schluckt aber meistens nichts runter. Und das, obwohl sie ansonsten körperlich gesund ist. Über den Tag verteilt kommen so nicht viele Bissen zusammen. Ich denke, ein Stück Käse, vielleicht zwei Kekse und ein Bissen vom Apfel. Das ist alles für den Tag. Das ist nicht viel Essen. Aber ja. Nora müsste für ihr Alter eigentlich 800 Kalorien täglich zu sich nehmen, um nicht zu dünn zu werden. Ihre Eltern führen Buch über jeden Milliliter, den die Kleine trinkt. Sie bekommt alle 3 Stunden eine üppige Babymilch mit 126 Kalorien pro Flasche. Es fühlt sich wie Versagen an, ja. Die meiste Zeit fühlt sich das so an. Man will ja sein Kind füttern, wie ein normales Kind. Ihr Bruder isst ja auch, aber das schaffen wir bei ihr nicht. Und das ist echt frustrierend. Da Nora schon 3 Kilo weniger als ihr Zwillingsbruder wiegt, muss das Paar handeln. Sie suchen Hilfe in aller Welt und setzen ihre ganze Hoffnung auf eine 2-wöchige Intensivtherapie in Österreich. Für das weltweit einmalige Projekt reisen Familien aus ganz Europa nach Graz. Auf den ersten Blick ist das Therapiekonzept sehr ungewöhnlich. Sie werden ziemlich schnell herausfinden, dass wir nicht viele Spielzeuge haben. We play with food. Ja, wir spielen mit Essen. Und das wird vor allem bei den sogenannten Spielessen deutlich. Kinder mit Essstörungen sollen wieder Freude am Essen haben. Dafür wird alles, was sie kennen, erstmal komplett auf den Kopf gestellt. Tischmanieren gibt es hier nicht. Auch die Eltern werden bei den Coachings voll eingebunden und ganz nebenbei passiert dann das. Okay, keep eating, that's fine. I'm happy. Oh. Nora isst. Ein riesiger Erfolg. Schon am 3. Tag. Das Zwillingsmädchen ist auf einem guten Weg, doch dann kommt durch den Corona-Shutdown alles anders. Es war der 5. Tag, als sie entscheiden mussten, dass die Esslernschule geschlossen wird wegen des Coronavirus. Und so mussten wir sofort zurückgehen, weil die Grenzen geschlossen wurden. Es war traurig, denn wir waren auf einem guten Weg und mussten dann aufhören. Eine große Enttäuschung für die Niederländer. Zu Hause üben sie zwar fleißig weiter, aber Nora ist dort weiterhin zu wenig.